Ja, hallo Alexander Schumann hier. Morgen ist es schon wieder Donnerstag. Es gibt heute ein neues Video. Und zwar ist mir ein kleines Malheur passiert. Und zwar, man sieht es vielleicht, ich kann durchlangen durch die Brille. Mein Glas ist rausgefallen. Was jetzt halt mir schon mal passiert ist, allerdings mit meiner normalen Brille, die an die 600 Euro oder 630 sogar gekostet hat. Da ist mir das gleiche passiert, ist auch der Rahmen gebrochen. Und da war das ein bisschen schwieriger, weil das, so eine Brille kostet 5 Euro. Die schmeißt man weg, wenn sie nicht mehr reparabel ist, kauft sich eine neue für 5 Euro und dann hat man wieder eine und dann passt es. Bei einer 600 Euro Brille ist es ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich mich entschlossen, nur noch günstige Brillen zu kaufen, weil die kann einmal schnell runterfallen und dann ist was kaputt oder ja, das geht halt schnell. Brillen sind für mich eine Art Verbrauchsgut geworden, also weil meine Sehschärfe kann sich jederzeit wieder ändern und das ist mir schon zu blöd, wenn ich da jetzt wieder ein paar hundert Euro ausgib und dann ja, kann ich es abschreiben. Neue Gläser rein, die kosten auch so. Ich glaube, die letzten, also bei meiner Hauptbrille früher, das ein Glas 90 Euro mit Härten, mit Entspiegeln, mit allem Scheiß. Und dann hat man ein paar Monate was und dann ist wieder für den Arsch. Ja, das ist eine Sache, die mich zu nachdenken gebracht hat, weil ich kaufe eigentlich schon mehr teurere Sachen. Aber bei solchen Dingen, die man täglich hat, so Verbrauchs- oder Gebrauchsgüter, da bin ich jetzt mittlerweile so, da tut es was Günstigeres auch. Ja, das war mal so die Gedanken für den heutigen Tag. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon meint. Dann gebt ihr lieber mehr Geld aus, damit ihr was Gescheites habt. Oder sagt ihr auch, für meine Zwecke taugt es und tut was Billiges auch. Ja, das war's schon wieder für dieses Video. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.